Bei jedem Toilettengang werden nicht nur Fäkalien, sondern auch andere Sachen hinuntergespült. Neben Toilettenpapier und unseren kosmetischen Produkten sind es vor allem Medikamente. Alle Abwässer landen früher oder später in der Kläranlage. So auch auf der Hauptkläranlage in Körde. Bei der Reinigung des Wassers entsteht das Abfallprodukt Klärschlamm. Klärschlamm ist ein Gemisch aus festen und flüssigen Bestandteilen, die während der Aufbereitung übrig geblieben sind. Bevor jedoch Klärschlamm entsteht, durchläuft das Wasser einige Reinigungsstufen. Zuerst filtern die Rechen und der sogenannte Sandfang die groben Stoffe aus dem Wasser. Henrik Ahlecke, Leiter der Kläranlage in Körde, erklärt, wie dies funktioniert. Im Anschluss an den Sandfang durchläuft das Abwasser in die sogenannte Vorklärung. Wir haben hier mehrere Vorklärbecken in Betrieb, mit denen wir das Volumen stark vergrößern, sodass die Fließgeschwindigkeit reduziert wird und die Feinpartikel, die nach dem Sandfang noch im Abwasserstrom enthalten sind, genug Zeit und Platz zum Sedimentieren haben. Nachdem die mechanische Reinigung abgeschlossen ist, erreicht das Abwasser mit dem Belebungsbecken nun die biologische Phase. In den Belebungsbecken werden die gelösten Stoffe durch Bakterien abgebaut, die wir dem Wasserstrom zugeben. Damit dieser Abbau vonstatten gehen kann, benötigen die Bakterien Sauerstoff, den wir über die Luft mit in den Belebschlamm eintragen. Der entstandene Belebungsschlamm wird anschließend in den Nachklärbecken getrennt und in die Faultürme geleitet. Das heißt, im Faulturm befinden sich nun Primär- und Belebungsschlamm. In ca. 20 Tagen und unter Ausschluss von Sauerstoff fault das Schlammgemisch aus und es entsteht Faulschlamm. Der Faulschlamm wird im nächsten Schritt konditioniert, das heißt, wir geben Kalk und Eisenchlorid dazu, um eine bessere Entwässerbarkeit zu gewährleisten. Und der Schlamm geht im Anschluss auf die sogenannten Kammerfilterpressen, wo der Schlamm letztendlich entwässert wird, bis auf einen Trockenrückstand von 43%. Und somit kann der Schlamm vom Spediteur abgeholt werden und in die Landwirtschaft zurückgeführt werden. Die landwirtschaftliche Nutzung von Klärschlamm ist sehr umstritten, da es nicht eindeutig ist, welche Stoffe über dem Boden die Pflanzen erreichen. Jens Haberkamp, Professor an der Fachhochschule Münster, weiß genau, welche Risiken Klärschlamm hat. Im Klärschlamm reichern sich Substanzen an, die im Zuge der Abwasserbehandlung aus dem Abwasser entfernt werden, also in die Biomasse eingebunden werden. Das sind zum einen Schwermetalle, das sind zum anderen aber auch, ist ein ganz breites Spektrum an organischen Substanzen. Und das können dann unter anderem eben auch Rückstände sein von Medikamenten, zum Beispiel Antibiotika-Rückstände, das können sein Hormone oder hormonähnliche Substanzen, auch Industriechemikalien. Die Verwendung von Klärschlamm birgt einige Risiken und deswegen steht dieser unter strenger Kontrolle. Herr Eping, Landwirt aus Münster, erzählt von seinen Erfahrungen und den Problemen mit der Klärschlammdüngung. Das ist nicht mehr einfach so, man drauf, weg damit oder was, sondern es wird alles dokumentiert und festgehalten. Und es ist auch durch die Untersuchungsmethoden heute sehr leicht und sehr schnell und einfach feststellbar, was ist wo ausgebracht worden. Und gerade das Lebensmittel, was wir produzieren als Bauern, wird ja vom Verbraucher heute sehr kritisch gesehen. Und ich sehe also irgendwie da wo ein Aus für das Ausbringen von Klärschlamm auf deutschen Äcker. Zukünftig wird Klärschlamm wohl fast aus der landwirtschaftlichen Nutzung verschwinden. Unterstützend dafür ist auch ein Änderungsvorschlag des Bundesumweltministeriums. Dieser Vorschlag sieht vor, dass Klärschlamm aus Kläranlagen mit mehr als 10.000 angeschlossenen Einwohnern für die landwirtschaftliche Nutzung zu verbieten. Stärker soll die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm eine zentrale Rolle in den nächsten Jahren spielen. Da laufen derzeit eine ganze Reihe von Forschungsvorhaben und Entwicklungsvorhaben, wo Verfahren entwickelt werden, aus Klärschlamm, Verbrennungsasche zum Beispiel, diesen Phosphor zu eluieren. Die sind momentan aber wirtschaftlich noch nicht darstellbar.